Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Unboxing dieser schönen Mandarine Clementine. Was gibt es eigentlich für einen Unterschied? Ah, eigentlich bin ich Koch und das heißt, das müsste ich eigentlich wissen, aber wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Aber bevor ich hier meine Mandarine fertig habe, erzähle ich euch heute natürlich noch, was wir uns denn jetzt gleich angucken, und zwar Türchen Nummer 14 vom Hecht und Barsch Adventskalender. So, ein paar Vitamine sind natürlich wichtig. Genau. So. Türchen Nummer 14. Ey, wo ist er denn? Da unten in der Ecke. Sieht man das? Moment. Da. Da ist er. Oh, ist das hier eine Fliege, eine Mücke in meiner Werkstatt. So, jetzt geht's los. Türchen Nummer 14. Da habe ich ja schon mal gespannt. Es ist ziemlich leicht. Es ist wirklich ziemlich leicht. Und es ist irgendwas von Savage Gear. Oh, nein, ein Spinner. Ich liebe Spinner. Ich bin nicht nur ein Spinner. Ich liebe auch Spinner. Größe 3. Ah, ist für mich fast ein Tick zu klein. Ich nehme dann doch lieber eigentlich eine Nummer oder zwei Nummern größer. Aber ein Köder, der doch, finde ich, in den letzten Jahren sehr in Vergessenheit geraten ist, bei den ganzen Möglichkeiten, die man da an Ködern und an Köderführungen hat. Aber einen Spinner sollte man nie in seiner Box vergessen, auf jeden Fall. Der kann immer noch mal einen schönen Fisch bringen. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. 8 Gramm Fluo Orange Silver. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen fluoreszierend sein, gehe ich mal stark davon aus. Das schauen wir aber gleich noch mal. Aha, guck mal, hier sieht auf jeden Fall aus, als ob er so eine Puscheln dran hat. Oder muss man die noch irgendwie. Nö, hat er nicht. Ist ja komisch, ne? Das falsche Bild vielleicht. Naja. Egal. Jedenfalls ist er bestimmt UV-aktiv. Lampe. Hallo? Hier, da ist er. Also das Teil auf jeden Fall. Und das. Ja, doch, ist es auf jeden Fall. Doch, ist es auch ein bisschen. Ist nicht ganz so schlimm wie das, aber ist es auf jeden Fall ein bisschen. Und dann auch sehr interessant, hat von hinten auch hier so in Schwarz. Ja. Doch, kann man mal machen. Also ja, Spinner, immer toll. Der ist auch schön schwer, sag ich mal, für seine Größe, weil das Teil wirklich sehr voluminös ist hier. Ja, ist okay. Also gefällt mir auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Spinner, wie gesagt, Spinner geht immer. Und ich mag die total. Von daher ist das für mich heute ein schönes Türchen. Und da packe ich das wieder schön ein. Und dann sieht es aus, als wäre es nicht ausgepackt gewesen. Und wünsche euch damit noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Lemmy.